Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Messe Live TV Reportage. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Der Verkauf von CDs ist im freien Fall. In den USA schrumpften die Absatzzahlen von CDs in den vergangenen 3 Jahren von knapp 580 Millionen auf zuletzt 300 Millionen pro Jahr. Damit der Musikindustrie nicht der Boden unter den Füßen weggezogen wird, müssen neue Vertriebswege her und das möglichst schnell. Doch welche Schritte gibt es auf dem Weg vom gesungenen Ton bis zum Ohr der Konsumenten? Nun, ein Student der Pop-Akademie nimmt einen Song auf. Die Software bringt Stimme und Instrumente perfekt zusammen. Fertig ist der Chartrunner. Jetzt eine CD pressen ist teuer und nicht mehr zeitgemäß. Newcomer stellen ihre Songs auf der eigenen Homepage oder bei MySpace ein. Noch vor wenigen Jahrzehnten war die Welt der Musikindustrie in Ordnung. Der Plattenverkauf boomte und Raubkopierer saßen höchstens mal vor dem Kassettenrekorder. Doch seit Einführung der CD und spätestens mit dem MP3-Format treibt das Kopieren von Musik stetig neue Blüten. In den USA schrumpften die Verkaufszahlen von CDs in den vergangenen 3 Jahren von knapp 580 Millionen auf zuletzt 300 Millionen pro Jahr. Umgekehrt stieg die Zahl illegal erworbener Kopien durch das Internet rasant an. Allein in Deutschland 316 Millionen Titel im Jahr. Doch wie wird heutzutage überhaupt Musik gemacht und wie kommt die Musik in den MP3-Player? Eine junge Band auf dem Weg ins Tonstudio. Studenten der Pop-Akademie in Mannheim wollen einen Song für eine EP aufzeichnen. So heißen Mini-Alben mit etwa 4 Songs. Zunächst richten die Musiker ihre Instrumente ein und spielen sich warm. Der Tonmeister richtet einen ganzen Schwarm Mikrofone ein. Dadurch hat er später die Möglichkeit, jedes Instrument einzeln abzuhören. Die Band spielt die Musik gemeinsam ein. Dadurch bleibt der Bandcharakter erhalten. Sie spielen das Stück mehrere Male. Der Tonmeister sucht sich später die besten Teile heraus. Am Anfang der Produktionsgeschichte stand das analoge Band und das hat sich eben immer weiter entwickelt in der Spurenzahl, sodass wir immer mehr Instrumente nacheinander aufnehmen konnten, immer mehr Möglichkeiten hatten im Mix, bis zum heutigen Stand, wo wir eben in der Lage sind, jedes Instrument wirklich einzeln spezifisch zu behandeln und dann zu optimieren im Sound. Anders als früher kann man heute aus jeder Aufnahme die besten Teile zusammenschneiden, das Editing. Dieser Vorgang kann bei einem ganzen Album schon mal einen Monat oder länger dauern. Dann ist die Sängerin an der Reihe. Auch sie singt den Song mehrere Male ein. Die besten Teile werden wieder zusammengeschnitten. Musik entsteht heute zu einem guten Teil im Computer. Mit Korrekturprogrammen kann man sogar die Tonhöhe verändern. Aber aus einer Heulboje einen Caruso machen, das kann auch die teuerste Software nicht. Man kann in gewissem Rahmen aus nicht oder weniger talentierten Leuten talentiertere machen, sage ich mal, durch den Einsatz dieser Technik. Man kann aber tatsächlich nicht die Emotion dadurch reinstecken, wenn die fehlt. Also Emotion ist durch kein Gerät oder keine Software der Welt ersetzbar. Jetzt sind alle Teile, die für den Song wichtig sind, auf der Festplatte. Der Rohschnitt sozusagen. Der nächste Schritt ist die Mischung. Einen wichtigen Part, die Streicher, hat die Band schon im Vorfeld aufgezeichnet, auf einem USB-Stick. Moderne Musikproduktion. Ist die Entscheidung für die beste Mischung gefallen, geht's mit den Aufnahmen ins Mastering-Studio. Dort sitzt ein sehr erfahrener Mastering-Ingenieur, der dann unsere fertigen Mixe, das heißt, das sind im Prinzip schon Dateien, die wir auch auf einem normalen MP3-Spieler abspielen können. Diese Dateien oder diese Sounds nimmt der Mastering-Ingenieur, gleicht sie nochmal in der Lautstärke, also der Lautheit, um korrekt das zu bezeichnen, gleicht er sie nochmal an,
Es werden Pausen gesetzt, es wird die Reihenfolge der Tracks auf dem Album festgelegt. Ja, das Album wird zusammengebaut. Normalerweise würde an dieser Stelle die kostspielige Produktion einer CD treten. Doch als Newcomer-Band reicht das fertige File auf einer Festplatte. Auf die Homepage der Band gestellt, können es sich Interessierte herunterladen. So einfach kann der Vertrieb von Musik heute sein. Und daraus kann schnell ein Boom werden, denn die Musiklandschaft ist seit einiger Zeit in einem starken Wandel begriffen. Wo früher der Eintrag in die Playlists von MTV und Viva meist reichte, einen Hit zu generieren, sind es heute auch Internetseiten wie MySpace oder Musikblogs wie Hype Machine, die Stars machen können. Das Problem ist die Vielfalt auf solchen Portalen. Auf der einen Seite große Chancen für Nachwuchsbands, sich auch zu präsentieren. Auf der anderen Seite natürlich der Kampf der vielen jungen Bands in einer Millionenauflage mit weltweit allen möglichen Bands konkurrieren zu müssen. Also da sind Dinge, so divergierende Dinge, die auf der einen Seite durch technologische Entwicklung viel möglich machen, auf der anderen Seite aber auch danach schreien, neue Filtersysteme einzuführen, die dann auch einem User schnellen Zugriff auf bestimmte Musiken erlauben. So gehen viele junge Musiker dazu über, ihr Geschick selbst in die Hand zu nehmen. Die Musikindustrie weint den hohen Margen der vergangenen Jahre hinterher, ist in ihrer Trauer wie erstarrt. Allein mit CDs ist das große Geld nicht mehr zu machen. Der Verkauf im Internet boomt, aber nicht so stark wie erhofft. Das liegt unter anderem daran, dass im Download-Segment oft keine ganzen Alben mehr verkauft werden, sondern musikbegeisterte Einzeltitel herunterladen. Eines scheint fast sicher: Die CD kränkelt. Ob sie wirklich stirbt, weiß derzeit noch niemand. Die Musik jedenfalls stirbt nie. Tja, vom Hit zum Bit. Eine interessante Entwicklung unserer digitalen Welt. Und soweit dann auch unsere Messe Live TV-Reportage für heute. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.